dann lass uns doch mal nach Kielbrück und Gesetz der Rache gucken. Ich glaube aber, wir können die, glaube ich, auch alle aus dem Versteck raus annehmen, ne? War das nicht so? Müssten wir auch gleich mal ausprobieren. Okay, wir müssten dann... Der ist irgendwo da oben. Also da, da. Einen schönen Tag, Sid. Nee, da unten. Was da bringt dich her? Ich bin Sid. Ach, ohne einen Kristall und den... Das ist irgendwo da. Wir müssen ja eh noch zum Händler. Ich habe mich mal vorher healen sollen wieder, ne? Ich doof. Was kann ich heute für dich tun? Ich hatte ja gar keine Möglichkeit, mich nach dem Kampf zu healen. Tränke bitte. Hoffentlich bist du zufrieden. Ja. Du bist in Kielbrück immer willkommen. Ich bin sehr zufrieden. Wir verbrauchen gar nicht mehr so viel Tränke mittlerweile. Wir sind da echt gut. Ach, er hat eine. So Gesetz der Rache heißt das Gerät, ne? Quinten. Quinten Tarantino. Ah, Clive. Du kommst genau zur rechten Zeit, wie immer. Ich habe eine Sorge, bei der du mir vielleicht helfen kannst. Erzähl. Man flüstert, es seien zwielichtige Gestalten in der Nähe des Dorfes gesichtet worden. Dazu diese Geräusche, rascheln im Gestrüpp. Die Leute fürchten, sie werden beobachtet. Vielleicht sind es nur blank liegende Nerven, verständlich bei dem, was gerade passiert. Vielleicht ist es aber auch der Auftakt zu etwas Gefährlicherem. Verzeih, wenn ich das so sage, aber dein Riecher für Probleme könnte hier von Vorteil sein. Weil hier steht zum Beispiel nicht, dass wir FP als Belohnung bekommen. Hier steht aber auch nicht, dass wir Gil dafür bekommen. Wir kriegen aber trotzdem Gil, glaube ich. Natürlich. Wir merken uns das mal. Eigentlich gibt es nur Exzellent. Du könntest zunächst mit den Einwohnern von Kielbrück sprechen. Höre ihnen zu und ziehe deine eigenen Schlüsse. Ist gut. Mach ich. Testen wir mal. Es klingt ja ganz klar so, dass wir gegen irgendjemand kämpfen müssen. Boah, die sind aber alle ganz schön weit verteilt hier. Hallo. Glaubst du, an den Gerüchten ist etwas dran? Etwas haben die Leute sicher gehört oder gesehen. Und was es war, das werden wir sie fragen. Solange mich dieses Ding jetzt nicht zum Drachen führt, ist ja alles okay. Hallo, Sid. Kann ich helfen? Das kannst du. Ich habe eine Frage. Quinten hat etwas von verdächtigen Schatten in den Wäldern gesagt. Hast du irgendetwas bemerkt? Ah, das. Mir ist nichts aufgefallen. Ich habe die Gerüchte gehört von den Jungs drüben auf dem Weingut, aber gesehen haben die auch nichts. Verstehe. Trotzdem danke. Okay, die haben was gehört, aber nicht gesehen. So, da oben und da hinten. Die Märkte in Nordstedt sind auch oben, glaube ich, oder? Sieht so aus. Gehen wir erstmal zu dem da, der ist näher dran. Ne? Der andere ist da hinten. Hast du kurz Zeit? Im Wald draußen soll irgendwas vor sich gehen. Hast du was gesehen? Was Verdächtiges? Nein, aber etwas gehört. Wie Kratzen auf Metall, als schärfe jemand ein Schwert. Wo war das? Lobers Forstweg. Ich habe Kräuter gesammelt und es irgendwo zwischen den Bäumen gehört. Da bin ich gerannt, so schnell ich nur konnte. Bloß weg von dort. Verstehe. Ich sehe es mir an. Danke. Okay, Suche auf... Ach, guck mal, jetzt brauchen wir mit dem gar nicht mehr reden. Auf Lobers Forstweg. Da waren wir doch schon, ne? Ach nee, da waren... Ja, klar waren wir da schon. Also sehen wir uns den Forstweg an? Ja, das denke ich auch. Hirngespinste schärfen für gewöhnlich keine Schwerter. Nee, vor allem, wenn das Ding Gesetz der Rache heißt. Vermutlich irgendein Bandit oder sowas. Oder irgendein Banditentrupp. So, hier, die zwei Gilden nehmen wir natürlich mit. Dafür lohnt sich der Umweg. Ach, diesmal Mutterkrab, okay. Aber auch nur einer. Naja. Ihr da. Mist, wir wurden entdeckt. Schnappt sie, bevor sie fliehen. Ach, Schwarzschilde? Leute, euch gibt's doch gar nicht mehr. Schwarzschilde? Hier?
Ich hab euch doch alle ausgerottet. Was wollen die denn hier? Was geht dich das an? Ja, genau. Was geht dich das an? Zeugen werden mundtot gemacht. Und zwar ohne Ausnahme. Ja, das sehe ich, wie ihr das macht. Aua. Was sind die denn von denen, Alter? Oh, warte, ich hol mir erstmal den da. Bevor er hier was wirkt. Das war gerade eine schöne Combo-Attacke, fand ich. Der Jill haut aber auch ganz schön rein, ne? So, da hinten lungert noch einer rum. Ein Feldwebel. Ja, dein Feld hat sich gleich ausgewebelt. Das war's. So, 48 haben wir jetzt gekriegt. Und noch ein bisschen Gil, natürlich. Was führt die Schwarzschilde hierher? Oh nein, sie planen einen Angriff auf Kielbrück. Wir müssen Quentin warnen. Ja, oder sie haben es mittlerweile jetzt schon getan und wir laufen da jetzt in ein kleines Kriegsgebiet. Aber warum gibt es die Schwarzschilde überhaupt noch? Die doofe... Unsere Mutter ist doch tot. Die hat sich doch selbst... Hat sich vor Joshua so erschrocken, dass sie sich selbst einmal... Kehle auf und Feierabend. Auch so voll der Psycho gewesen einfach, wa? Ist hier keiner mehr? Doch. Du hast ein gutes Händchen mit der Angelrute. Danke. Die Märkte in Nordstedt sind wie leergefegt. Kann eigentlich gar nicht, komm ich gerade her. Für all die unverkauften Fässer werden wir eine neue... Kollege, du stehst auf der falschen Seite von deinem Tresen, das weißt also, du, ne? Wenn ihr zu viele Fässer habt... Clive, wie läuft die Jagd auf die finsteren Gestalten? An Lauberts Forstweg hatten sich Schwarzschilde versteckt. Sicher kommen mehr. Schwarzschilde. Einst die Bluthunde der Kaiserin. Heute dienen sie jedoch einem anderen Herrn. Jemandem, der nicht nur mich, sondern auch all jene in meiner Obhut tot sehen will. Und wie es scheint, hat die Meute die Fährte der Beute aufgenommen. Verdammt nochmal, ich hatte gehofft, mir bliebe mehr Zeit. Mehr Zeit für Vorbereitungen. Aber in die Enge getrieben bleibt nur der Gegenangriff. Und darum schlagen wir zurück. Entschuldige, aber das musst du mir erklären. Wem dienen die Schwarzschilde jetzt? Und warum sollte er deinen Tod wollen? Weil ich seinen Tod will. Wessen? Ich rede vom ehemaligen obersten Richter Sanbrex. Kielbrück habe ich für ihn aufgebaut. Ich verstehe immer noch nicht. Wieso er? Wieso Kielbrück? Es ist wohl an der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Ich war früher einmal ein Justizbeamter. Denn die Ungerechtigkeit der Welt widerte mich an. Ich wollte sie bekämpfen. Und das tat ich auch, auf meine eigene Weise. Nicht wenige korrupte Beamte wurden von mir in genau die Zellen gesteckt, in die sie Unschuldige geschickt hatten. Männer, für die das Gesetz nur eine Peitsche war, um Machtlose zu schinden. Ich war nicht allein. Es war der oberste Richter, der mir half. Er war mein einziger Verbündeter in meinem Kampf für Gerechtigkeit. Was passierte dann? Ich erfuhr, dass er Träger jagte. Als Sport. Er teilte meinen Hass auf Käuflichkeit und Laster überhaupt nicht. Seine Unterstützung für mich war nur eine Fassade. Ein Mittel, um seine Rivalen auszuschalten. Eine Maske, unter der er sich verbarg. Ich reichte sofort Klage gegen ihn ein. Seine Reaktion jedoch war sehr viel heftiger. Er ließ meine gesamte Familie hinrichten. Und das unter dem Deckmantel des Rechts.
Ich verlor alles. Meine Liebsten, mein Einkommen, mein Ansehen, den Glauben, den ich einst hatte, dass die Gerichte ein Mindestmaß an Gerechtigkeit schaffen. Also schuf ich meine eigene. Ich spürte alle auf, die ihm dienten, und schnitt ihnen die Kehlen durch. Er selbst erwies sich jedoch als ein weitaus schwierigeres Ziel. Mit Geld und Macht ist man geschützt. Ich begriff, dass ich eine eigene Armee brauchte. Ich kam hierher, nach Kielbrück, und begann, Gleichgesinnte zu rekrutieren. Und jeder hier weiß, welchen Plan du verfolgst? Natürlich. Auch sie verloren ihre Liebsten bei den Jagden auf Träger. Sahen, wie ihre unbescholtenen Freunde an den Galgen kamen. Alles unter dem wachsamen Auge des obersten Richters. Unsere Wunden sind dieselben. Und unsere Sache ist es auch. Wir sind Kameraden. Und unsere Rache ist bereits im Gange. Wir kennen sein Versteck, kennen die Zahl seiner Wachen und ihre Stärke. Was wir bis jetzt nicht wussten, war jedoch, dass seine Pläne womöglich auch schon im Gange sind. Quentin. Wir haben wenig Zeit. Er könnte jeden Moment zuschlagen, sofern wir nicht zuerst angreifen. Freunde und Kameraden, es beginnt! Auf in den Krieg! Ja, siehst du, guck, 260 FP nochmal bekommen. Also plus die im Kampf verdienten und jetzt die. Weil es gab auch schon welche, da haben wir keine bekommen. Ich glaube, das waren auch nur so Laufburschen-Dinger. Also machen wir uns das FP-Farm jetzt, glaube ich, ein bisschen einfacher und machen erstmal ein paar Nebenquests. Ich glaube, Quinten hat auch noch eine Folge-Quest. Schätze ich mal. Ach, er hat seine Entscheidung getroffen. Nur anscheinend jetzt noch nicht. Okay. Wo haben wir denn noch? Da haben wir noch, da haben wir noch. Ah, den haben wir neu aufgedeckt. Karte. Oh, hier haben wir eine ganze Menge sogar, ne? Hier haben wir drei. Hier haben wir auch noch drei. Ach du Scheiße. Dann wollen wir die mal einsammeln. Beziehungsweise. Ja, eigentlich ist es egal, von wo wir die einsammeln, ne? Aber warte mal, ich möchte mal was testen. Wir gehen mal zurück ins Versteck. Aber ich glaube, wir können die auch von da alle auf einmal einsammeln. Und dann wursten wir die einmal durch. Neuer Brief. Ach ja, stimmt, bei unserem Versteck haben wir auch noch. Also wenn du mich fragst, braucht sich da was zusammen. Bei der Kunde aus den Landen ist ein neuer Auftrag. Und wir haben natürlich ein paar Belohnungen gekriegt. Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Also was haben wir denn hier? Ah, wir haben auch genau 850. Hat schon den nächsten freigeschaltet. Hier kriegen wir das Medaillon des Hohepriesters. Mal gucken, was das kann. Und als nächstes, 905. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall. Da kriegen wir nämlich auch nochmal 1500 Fertigkeitenpunkte. Ein Bernstein. Ich glaube, Bernstein haben wir noch gar nicht, ne? Okay, das geht aber sehr weit. Talisman des Erwachens. Ist, glaube ich, legendär, oder? Und dann geht's weiter mit ab 1550. Okay. Komm also bald noch ein bisschen, Ruhm sammeln. Jetzt gucken wir erstmal, was macht der Dingens von dem Dingens. Medaillon des Hohepriesters erhöht das Potenzial von Supertränken um 25%. Das ist gar nicht so schlecht, gell? Ionschlag haben wir drin. Kleriker. Und Lebensflamme. Genau, also das runterschrauben. Ja, Supertränke benutzen wir ja nur im Notfall.
Also würde ich das nicht ausrüsten. Dass wir das mit den Heiltränken doch schon lieber mit den 40%. Clive! Ist was für dich dabei? Ja, lass mal sehen. Keine Aufträge. Hier auf jeden Fall. Backe, Backe, Wehmut. Okay, das sind die, genau. Ach, die können wir doch nicht annehmen. Wir können nur hinreisen. Okay. Ist auch keine Beschreibung dabei. Ach, das ist ja doof. Ja, gut, denn. Was zu tun, hm? Lass uns mal eben hier alle annehmen. Ich würde das auch gerne einmal testen. Du siehst aus, als würde gleich ein Schokobo-Küken sterben. Zwecks der. Er hat mir aufgetragen, FP. Das Mal eines Fluchbrechers zu entfernen. Kannst du mal kurz aufhören zu quatschen? Ob wir die nur kriegen, wenn wir auch kämpfen müssen während dieser Quest? Oder auch wenn wir nur Laufburschenarbeit machen. Weil haben wir ja auch schon oft genug gehabt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich habe Angst davor zu versagen. Ich weiß, dass du überlebt hast. Viele andere. Aber nicht. Ist es wirklich das Risiko wert? Du kennst die Antwort. Du weißt ganz genau, wofür wir kämpfen. Wir kämpfen in der Hoffnung, dass alle Träger einmal in Freiheit leben können. Doch bis dahin ist einmal eine Last. Noch müssen wir uns ihr entledigen, damit man uns nicht sofort erkennt. Die Operation mag gefährlich sein, aber sie ist notwendig. Und vor allem ist sie freiwillig. Ich weiß. Ich wünschte nur, es ginge auch anders. Aber mit Selbstmitleid ist wohl auch niemandem geholfen. Keine Sorge. Ich tue, was ich muss. Ich weiß. Allerdings muss ich vor der Operation noch eine betäubende Medizin zusammenmischen für die Schmerzen. Und das kann ich leider nicht tun, da unsere Elmonea-Vorräte zur Neige gehen. Die paar Blätter, die wir noch haben, reichen nur für leichte Verletzungen, nicht für so etwas. Okay, hier sollen wir jetzt irgendwelche Kräuter besorgen anscheinend. Mal gucken, ob wir da auch kämpfen müssen. Du hilfst. Oh, danke. Niemand kennt sich mit Kräutern aus Vitaria. Und sie schwört auf Elmonea gegen Schmerzen. Es ist leicht zu finden, wenn man weiß, wo. Zu unserem Glück tue ich das. Am Fluss in der Nähe von Ember, drüben in Rosaria. Halte Ausschau nach leuchtend blauen Blüten. Okay, kriegen wir hin. Für Ruhm und Ehre. Und hoffentlich auch ein paar Fertigkeitenpunkte. Ah, schade, 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 dass wir... Mir war so, dass wir das hier hätten auch annehmen können, aber wir können dann leider nur hinreisen. Das ist leider ein Problem. Hier waren sonst keine mehr. Hier haben wir jetzt noch eins, zwei. Und die bei uns an den Briefen. Das waren auch nochmal drei oder so, glaube ich, ne? Ach, Clive, was mache ich denn jetzt bitte schön? Was ist denn los? Ich muss dringend zwei Kleider nähen und habe nicht ein Fitzelchen Stoff. Ein Wunder, dass die Lumpen dieser beiden Mädchen noch nicht auseinandergefallen sind. So können sie auf keinen Fall länger herumlaufen. Auch hier im Versteck braucht es schließlich eine gewisse Ordnung. Du willst doch auch, dass die beiden sich hier wohlfühlen, oder nicht? Natürlich will ich das. Wie kann ich helfen? Oh, du bist ein Schatz, Clive. Also, ich habe schon für zwei Ballen Stoff bei der Tuchhändlerin in Nordstedt bezahlt. Blau und rot. Aber sie liefert nicht. Wie auch, wenn wir auf keiner Karte verzeichnet sind. Also muss irgendwer diesen Beleg nehmen und die Bestellung abholen. Und mit irgendwer meinst du sicher mich? Ganz genau. Und lass dich nicht mit weniger abspeisen als das, wofür ich bezahlt habe. Ein Ballen blauer und ein Ballen roter Stoff. Ich brauche beide. Also zum einen kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum. Sie haben gesagt, wir kriegen neue Kleider. Warum Sid, der große Sidolphus, ich bin Sid, Laufburschenarbeit machen muss. Und zweitens, sie hat keinen Stoff. Da liegt Stoff. Da liegt Stoff. Da liegt Stoff, da liegt ein Teppich, da liegt Stoff.
Du hast hier überall Stoff. Ich nicht weiß, was Problem. Aber halt, dass ich quasi, also ich bin ja der Chef der ganzen Bande hier. Ich muss solche Laufburschen-Sachen machen. Das weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Wir haben ein Problem. Nahe Nordstedt ist eine Gruppe Fluchbrecher verschwunden. Welche denn? Coles. Sie sollten Träger aus einer Kutsche befreien, bevor sie auf dem Markt verkauft werden. Aber kurz vor dem Zugriff wurde der Transport von Goblins überfallen. Einer von ihnen konnte gerade noch einen Stolas losschicken, aber das ist Tage her. Sie hätten schon längst wieder hier sein sollen. Etwas stimmt nicht. Ich habe schon die Befürchtung, dass... Ja, sie wurden getötet. Aber das wir ist gucken. Vor jedem, ich dachte... Ich überspringe das mal, ja, weil wir jetzt echt viel einsammeln. Danke dir. Dafür, dass ich gesagt habe, wir machen die nicht, aber... So wie es aussieht, können wir so mit am einfachsten FP farmen. So, dann nehmen wir noch die aus unseren Briefen mit. Wir haben auch einen neuen Brief. Und ein neues Andenken. Ich weiß gar nicht was. Das hier. Halstuch der Hüter der Flamme. Ja, ach ja, schon von Joshua. Entschuldigung, da waren wir ja schon drin. So. Und einen neuen Brief haben wir auch. Okay, wir haben 4 neue Briefe. Der Rast geht's gut. Die Hüter und die Blutbeile verstehen sich soweit ganz gut. Im Moment haben sie genug damit zu tun, die Mauern der Rast zu verstärken, wenn sie sich nicht gerade unten im Drillingsschilf um ein paar kleinere Probleme kümmern. Ohne dich würden wir aber wahrscheinlich immer noch bis zum Hals in Arkasischen stecken. Ich weiß, du hast eine ganze Welt zu retten und so, aber wenn du mal eine kurze Verschnaufpause brauchst, steht in der Rast immer ein Fass für dich bereit. Boah, ein ganzes Fass. Krass. So, jetzt kriege ich eine Benachrichtigung. In 3 Minuten beginnt die Werbung. Da wollen wir mal gucken, dass wir da noch so viel eben durcharbeiten hier. Und die Flammen lodern. Die Flammen des Krieges. Ihr habt wirklich Talent dafür, immer genau dort aufzutauchen, wo ihr gerade am meisten gebraucht werdet, mein Lord. Ohne eure Klinge wäre die Rast nun wohl in der Hand der Arkasischen und wir nur einige mehr ihrer namenlosen Opfer. Doch jetzt, wo die Horde ausgedünnt und versprengt ist, können wir Hüter uns auf die Vernichtung der kleineren Gruppen konzentrieren, während die Blutbeile sich um die Verteidigung der Rast kümmern. Was den jungen Oscar angeht, so hoffe ich, dass euch meine plötzliche Bitte, ihn unter eure Fittiche zu nehmen, nicht zu viele Unannehmlichkeiten bereitet. Er ist ein guter Junge, aufmerksam, höflich und fleißig. Ihr seht also, dass ich ihm wirklich nichts weiter beibringen kann. Er sollte seine knappen Zeit bei dem besten Schild in ganz Valestea verbringen dürfen und das seid zweifellos ihr, mein Lord. Gezeichnet Wait. Wait. Kein Theater. Von Luo, die Stadtwache und die Kaufmannszunft haben ihre Streitigkeiten vorerst beigelegt, sodass wir im Moment in relativer Ruhe das ein oder andere Gläschen Schlangenspucke genießen können. Das haben wir wohl der überragenden schauspielerischen Leistung deiner besseren Hälfte zu verdanken, was dich angeht. Ganz ehrlich, von einem angehenden Schauspieler zum anderen, du solltest wirklich ein wenig an deiner Technik arbeiten und an deinem Auftreten und an diesen steifen Armen und Beinen, die du da hast und an deiner Mimik und an, naja, an allem eigentlich. Wir wollen dem Namen Underhill ja keine Schande machen, oder? Lubor. Ach, weißt du was, Lubor? Fick dich. Und Neues aus Nordstedt. Lieber Clive, die Stadt dankt dir für deine Hilfe beim Vertreiben dieser blauen Wesen. Aber wir sind nicht dumm genug zu glauben, dass damit alles vorbei ist. Der gute Philipp sorgt dafür, dass wir bereit sind, wenn sie wieder auftauchen, aber ich mache mir oft Sorgen, dass sein neuer Posten als Hauptmann ihm eine schwere Last ist. Doch dasselbe könnte man sicher auch von dir behaupten. Vergiss daher nicht, wenn dir deine Last einmal zu viel wird, musst du sie nicht allein tragen. Unsere Herzen und Arme stehen dir immer offen, genau wie die Türen des Schleiers. Deine Isabel, Puffmutter. Gut, das haben wir. So, dann haben wir nämlich die hier. Das haben wir gemacht, glaube ich. Das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Genau, dann haben wir noch unter 4 Augen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Werbung. Deswegen unterbreche ich mal hier ganz kurz die Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder auf YouTube. So, da sind wir wieder. Und ich habe schon erzählt, so dieses inkonsequente Werbungsschalten von Twitch. Ich finde das faszinierend. Ich habe ja gesagt, ich habe ja den Stream hier auf einem Chromebook als Vorschau mitlaufen oder halt, naja, so nicht unbedingt als Vorschau, eher als Nachschau, weil ist ja eh versetzt, aber halt um zu sehen, wie die Qualität ist, ob das läuft und alles und hin und her und ob alles funktioniert. Und über ganz normal über die Twitch-Seite, aber ohne Account. Und ich schalte hier 3 Minuten Werbung, aber in dem Stream, der hier nebenbei mitläuft, mein Control-Stream, da lief genau ein Spot für 6 Sekunden.
Da frage ich mich eigentlich, warum mache ich denn 3 Minuten Werbung, wenn die gar nicht geschaltet wird? Das ist komisch. Das weiß ich nicht. Das ist so inkonsequent von Twitch. Das finde ich merkwürdig. Aber gut, okay. So, wir haben... Oh, wir haben tatsächlich nur den hier unter 4 Augen. Ich bin auf Ottos Anweisung hin in die Buchhaltung durchgegangen und habe vielleicht etwas entdeckt, um das du dich kümmern sollst. Achso, ja, okay. Mach ich. Die Buchhaltung? Warum fragt er denn nicht Otto? Ja, vielleicht, weil Otto Otto ist. Aber vielleicht bist du jetzt Otto. Du bist jetzt nicht nur Sid, du bist auch Otto. Gut, mit dem können wir gleich hier reden. Könnte eventuell dann nur was Laufburschmäßig sein. Dann sehen wir, wenn wir die jetzt ruckzuck durch haben, dann sehen wir gleich, ob wir dafür FP bekommen. Also müssen wir ja quasi immer abschätzen, ob wir da kämpfen müssten oder nicht bei dieser Aufgabe. Sie haben gesagt, wir kriegen neue Kleider. Um FP zu bekommen. Oder eben nicht. Schauen wir mal. Clive, hast du den Brief gekriegt? Darum bin ich hier. Psst. Otto darf uns nicht hören. So, jetzt besser. Etwas. Clive, ich muss dir was sagen. Sieht aus, als wären wir ein wenig im Zahlungsrückstand bei einigen Gläubigern. Und es könnte vielleicht meine Schuld sein. Aber ich dachte, das wäre alles längst abbezahlt. Wirklich. Ich habe da wohl das ein oder andere übersehen. Und auch falsch aufgeschrieben. Ich bringe das alles in Ordnung, versprochen. Es wird nur eine Weile dauern und Otto darf auf keinen Fall davon wissen. Tja, zu spät, würde ich sagen. Otto! Du bist ja auch hier. Verstehe ich das richtig? Du hast vergessen, unsere Gläubiger zu bezahlen? Und kommst damit nicht gleich zu mir, sondern wendest dich an Clive? Ich bin Sid. Und er sollte jetzt da also raushelfen. Clive! Sid. Er hat den Ort aufgebaut, den du gerade fröhlich ruinierst. Und du dachtest, das wäre ein guter Plan? Wirklich? Und wem schulden wir was? Ach, nur Martha. Der Madame und auch, Charon. Aber nur 500 Myriaden. Wir schulden 3 unserer engsten Verbündeten 5 Millionen Gil? Ja. Jedem davon. 5. Sie haben uns den Großteil des Geldes für den Wiederaufbau geliehen und da muss mir wohl was entgangen sein. Die Buchhaltung war meine Aufgabe. Und ich bin derjenige, der sie dir anvertraut hat. Es ist meine Schuld. Haben wir das Geld? Wenn nicht, kann ich meinen Onkel fragen. Nein, tun wir nicht. Und nein, wirst du nicht. Wir haben Lord Rosfield schon genug geschröpft. Er hat uns so großzügig beschenkt. Da werden wir nicht auch noch bei ihm betteln gehen. Außerdem, wir müssen lernen, selbst zurechtzukommen, wenn das Versteck überleben soll. Na gut. Aber du musst das Problem trotzdem nicht allein lösen. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht ja. Bringst du die hier für mich zu Martha und Madame? Steine. Steine, sagt er. Bring ja auch nur schlappe 1000 Myriaden pro Stück. Die haben Sid und ich damals auf die Seite gelegt. Für schlechte Zeiten. Und ich denke, 15 Millionen fällige Schulden kann man getrost so nennen. Hoffen wir, dass unsere Freunde sich etwas besser auskennen als du. Da bin ich sicher. Eigentlich sollte ich selbst gehen. Aber du weißt ja, wie es hier ist. Einer muss ja Anweisungen und Arschtritte geben. Ich weiß. Deswegen übernehme ich das gern für dich. Gautier, warum wohl hat unser Clive jetzt nur 2 Sternrubine? Weil du möchtest, dass Charon mich umbringt? Um ihn würde es mir nämlich leid tun, ja. Dann sehen wir uns hoffentlich bald. Keine Sorge. Charon wird sicher Verständnis haben. Wirklich? Ganz im Ernst? Nein. Nein, er nicht. Sag ich doch.